Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Heute habe ich für euch das aktuelle Magazin vom DFB, Magazin für Kids. Und darin enthalten haben wir Stickertüten, dann hier einen Hacky-Sack, oder wie das heißt. Dann haben wir hier das Magazin. Wenn wir rumdrehen, haben wir noch ein Album. Dazu will ich noch was sagen. Und das kommt jetzt alles nach dem Intro. So, dann öffnen wir mal die Tüte hier. Mal gucken, hier kann man es öffnen. So, hier haben wir den Hacky Sack, oder wie das heißt. Dann haben wir hier zwei Tütchen der Sticker-Serie. Und dann hier das noch. So. Das ist schon mein zweites Stickerheftchen. Oh, hier ist Kimmich drin. Ich glaube, den behalte ich. Weil ich habe ja die 350 Abos voll. Das ist mein zweites hier. Und ich tue ja die Sticker in den Hardcover-Album einkleben. Das müsste eigentlich jetzt morgen kommen. Heute ist Freitag, wo ich das aufnehme. Und ich möchte ein Album hier verlosen und einfach zu voll hier. Dann holen wir noch hier was. Und 5 Päckchen der aktuellen Sticker-Serie. Das verlose ich. Also das doppelte Album und hier 5 Päckchen. Was ihr dafür tun müsst, ist einfach in die Kommentare zu schreiben: Ich möchte gewinnen. Und vielleicht Hashtag 350. Wäre cool. Und ja, ich suche mal aus Zufall einen heraus und derjenige wird dann angeschrieben und bekommt das dann. Jo. So, jetzt kommen wir wieder zum Hauptthema hier, und zwar zu dem Heft hier, DFB Magazin. Zu den zwei Tütchen kommen wir gleich. So, dein Extra, Team Paul Heggesek, oder wie das ausgesprochen wird. Dann haben wir hier noch starke Poster. DFB-Team, dann hier Paul, dann Comic. Oh, was haben wir hier für einen Aufkleber? Ist der vom DFB, ja. So, dann schauen wir mal rein. Hier haben wir, glaube ich, den Inhalt, oder was ist das? Hallo, liebe Fußballfreunde. Dieses Jahr ist ein ganz besonderes Jahr für alle Fußballfans, denn diesen Sommer findet in Russland die Fußball-WM statt. Bestimmt freut ihr euch schon so darauf wie meine Freunde und ich. Schließlich die deutsche Nationalmannschaft, der Titelverteidiger. Bis das Turnier losgeht, dauert es zwar noch ein paar Wochen, aber wir haben jetzt schon jede Menge spannende Infos zur WM für euch. Jo. Hier ist dann nochmal, was drin ist. Dann die Poster, coole Sammelkarten. Rund um den Ball.
fußballbegeisterte Mädchen. Ich denke mal, da gibt es genug. Ich kann euch hier eh nicht viel darüber sagen. Hier ist ein Comic. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Wie geht's dann weiter und weiter? Suchbild. Ob ich da jetzt schnell was finde. Hier sehe ich schon was. Hier oben Tropfen fehlen. Was haben wir noch? Vielleicht fällt mir hier noch irgendwas auf. Hier fehlt noch das Bild. Sonst noch irgendwas? Hier fehlt eine Karte. Was hätten wir noch? Hier fehlen Streifen hier auf der Seite von dem Schuh. Ja, halten wir uns nicht lange auf. Ein tolles Team. Mario Gomez, Mats Hummels, Mario Götze, Toni Kroos, Manuel Neuer, Sami Khedira, Mesut Özil, Thomas Müller. Das sind die Gegner der deutschen Mannschaft. Schweden. Schweden, ja. Dann hier Mexiko und Südkorea. Dein Super Wings Magazin ist da. Wen interessiert's? Könnt ihr euch holen? Jetzt im Handel und unter www.paninishop.de. Hier haben wir das Poster von Paule. Oh hier. Yeah. Aber kein Kimmich drauf. Was haben wir hier noch? Keine Ahnung, auch ein Bild. Ich bin Kati. Kati Karnickel, okay. Dann haben wir hier was zum Ausmalen. Könnt ihr ja tun, wenn ihr die Zeitschrift habt. Paulo und seine Freunde. Oh ja. Yeah. Coole Sammelkarten. Muss man die ausschneiden? Das ja. Werde ich natürlich nicht machen. Das hier ist natürlich auch interessant. Sammeln, tauschen und kleben. Erstmal kaufen, aufreißen und sortieren, dann einkleben. Und wenn man dann Doppelte hat, kann man tauschen. Snacks mit Obst. Wer gesund lebt, ja. Dann haben wir hier super coole Aufstecker. Alles klar. Toller Spielspaß mit deinem Extra, dem Haggisack. Hier haben wir dann noch Rätsel. Und wir kommen schon zum Ende hier. Hier wird wieder Werbung gemacht für die aktuelle Trading-Serie der Adrenalin XL WM-Serie. So, hier ist dann noch das Album, wo drin war. Dann haben wir hier noch den Hacky-Sack. Keine Ahnung, was ich mit dem machen soll. Möchte denn niemand haben? Ich verschenke den. Sorry. Also, wer den haben will, bitte melden. Legen wir hier dabei. So, ins Bild. Dann kommen wir zu den zwei Stickertütchen. Die öffnen wir natürlich jetzt. Vielleicht kriegen wir mal einen sehr guten Spieler. Da haben wir Stefan Lichtsteiner von der Schweiz. Armando Cooper von Panama. Oh, hier Dybala. Den hätte ich gebraucht bei dem Sticker-WM-Video.
Taysir Al-Yassim von, ja, Saudi-Arabien, glaube ich. Und hier haben wir dann Christian Zapata von Kolumbien. So, öffnen wir mal das zweite Sticker-Tütchen. Das sind ja keine Booster. Das sind ja Tütchen. So, hier haben wir Aquino von Mexiko. Next haben wir Yannick Westergaard, auch nicht schlecht, von Dänemark. Wen haben wir hier? Alvaro Morata wäre natürlich auch cool gewesen. Wieder von Kroatien. Und Matuidi. Oh, das war ja mal ein Tütchen. Mata ist nicht schlecht. Matuidi ist nicht schlecht. Westergaard finde ich auch nicht schlecht. Cool. Ja. Denkt dran mit dem Sticker-Album, mit dem anderen und die fünf Tütchen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen zu dem Paule-Magazin hier. Das aktuelle. Kostet natürlich 3,80, aber lohnt sich. Ich glaube, allein das Album kostet ja, glaube ich, schon 2 Euro nochmal. Steht hier natürlich hier gratis drauf, aber kostet 2 Euro, steht unten drauf. Ja. Ich denke mal, der hier ist auch noch was wert. Ich schätze mal so 3, 4 Euro oder sowas. Ja. Gebt einen Daumen für dieses Video nach oben und falls ihr noch kein Abonnent von mir seid, könnt ihr das kostenlos tun. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal, euer Stürmi. Ciao.